Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt von Dead by Daylight mit mir, dem Bloodwork, und da hat er mich schon eingeladen, den Wolf. Au! Da ist schon der Wolf, genau. Und diesmal wird es andersrum sein. Diesmal wird der Wolf mich töten und ich hab so Angst. Ich bin nämlich so schlecht als Überlebender. Aber, wie wir wissen, ich kann mir jetzt hier richtig coole Perks aussuchen. Und zwar alle Perks, die es gibt, das werde ich jetzt auch machen. Und zwar, wenn ich mir. Was kommt denn alles schön hier? Alleine. Vielleicht sollte ich dann nicht so wie es der Wolf machen und Anführer nehmen. Als Team bringt mir dann wenig viel, wenn ich alleine spiele. Und zwar, ich werde. Ich bin erfüllt von unerwarteter Energie, wenn die Flucht kurz bevorsteht. Sofortige Erholung von Verletzungen oder vom Tod. Nett. Und ein Sprint mit 150%. Hört sich nett an. Entscheidung. Ah, das ist schön. Das heißt, das Zweikampf nehme ich auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch hier? Das ist natürlich auch immer wichtig. Kalter Rückenschauer. Den werde ich auf jeden Fall drin lassen. Ja, Vorwarnung brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Was haben wir denn hier noch? Sprintboost ist natürlich immer wichtig. Boah, ich habe so viele gute Perks, das kann ich vielleicht nicht nehmen sollen. Das kann ich dir nicht sagen. Sprintboost. Ach, kann man die auch als Killer aussuchen? Wie bitte? Kann man die auch als Killer aussuchen? Genau. Oh, doch, kann man ja. Ja, toll, habe ich. Hätte ich das geahnt. Boah, ich weiß echt nicht, welche ich nehmen soll. Die sind alle so gut. Hoffnung? Ich will keine Hoffnung, nein. Da, Hoffnung weg. Und was nehme ich denn dafür jetzt? Ass im Ärmel? Nein, brauche ich nicht. Dunkle Wahrnehmung? Nö, auch nicht. Gewieft? Nein. Erhöhe deinen Einsatz? Nein. Ist alles blöd. Dann nehm. Unbeugsam. Ach nee, weißt du was? Bevor ich jetzt so lange hier rumprobiere, nehme ich einfach. So. Dann habe ich. Diamantenstein verursacht den Tod des gefangenen Opfers. Was? Nein! Habe ich auch nicht genommen! Du bist schon so schon besser als ich. Das geilste Addon ist einfach Memento Mori aus Ebenholz. Gewährt die Fähigkeit, während der nächsten Runde mit eigener Hand alle Überlebenden zu töten. Was zur Hölle? Also das heißt, ich muss dich auf den Boden kriegen und dann kann ich dich einfach töten. Ich sag ja, du bist völlig als Killer völlig überpowered, wenn du die richtigen Perks hast. So, ich will den Sumpf, da habe ich wenigstens eine Chance. Ich werde Großmutters Kochbuch verbrennen. Großmutter, helf mir bitte. Was? Ja, ich werde Großmutters Kochbuch verbrennen, das wirst du gleich merken. Ich habe jetzt, das heißt Strike, Sprintboost, kalter Rückenschauer und Adrenalin. Und ich gehe hiermit auf bereit. So, jetzt. Ich habe das Beste kommt zum Schluss. Erregung. Oh, ich kann natürlich nochmal. Das Geflüster und Spione des Schattens. Ui. Kann ich? Oh, zu spät, egal. Dann würde ich sagen, geht's los. Ihr werdet gleich sehen, wie ich natürlich nicht. Vielleicht gewinne ich ja doch. Ich werde mich etwas hoffentlich geschickter anstellen als. Oh, da haben wir ihn schon. Hä, was? Wieso wurde Großmutters Kochbuch nicht verbrannt? Weil die Rezepte so gut sind. Ja, aber ich will. Oh, hoffentlich komme ich auch. Ich will in den Sumpf. Da habe ich wenigstens eine Chance. Da ist nämlich das Gras so hoch, dass du mich nicht siehst. Komm schon, komm schon. Ich will in den Sumpf. Selbst wenn ich habe drei weitere Opferhaken hergestellt. Och nee, nicht auch noch das. Drei weitere Opferhaken. Vor allem, ich habe ja den Trapper genommen, also hast du leichtes Spiel wegen dem. Ach, du hast den Trapper? Oh, okay. Heißt, jetzt muss ich immer auf den Boden gucken. Nicht unbedingt, die Fallen benutze ich meistens gar nicht. Nicht? Okay, nee. Warum machst du ihn dann? Keine Ahnung, ich finde, der sieht ganz hübsch aus. Naja, also, okay. Die Fallen setze ich nur vor den Haken, wenn sie am Haken hängen. Oh nein, scheiße, was soll ich auf dem Schrottplatz, ey? Schrott sammeln. Mann, über diese behässlichen Maps, ey. So, ich habe seit über einem halben Jahr kein Überlebender mehr gespielt. Leichtes Spiel für mich. Würde ich auch sagen. Das muss ich gut hinhören. Hättest du mal den Perk Vorwarnung genommen, dann kannst du mich sehen, bevor das Herz kommt. Ja, scheiße, da geht's schon los. Ei. Siehst du, ich kann das nicht, ich bin dafür einfach zu dämlich.
Ich habe wirklich leichtes Spiel. Sag ich ja, das wird eine sehr, sehr kurze Runde. Ich muss taktisch spielen, ansonsten habe ich keine Chance. Ich hoffe, meine Zuschauer verzeihen mir, dass ich gerade nicht so viel reden kann, aber ich muss mich da sehr konzentrieren, weil ich will nicht verlieren. Wenn ich eins hasse, dann ist es verlieren. So. Ja, das hat man gesehen in den Videos. Ja? Ja, ich rede mich ganz immer ganz gerne. Nur eine überlebt, habe ich nicht gedacht. Ist ja auch so. Ich bin perfektionistisch. Irgendwo hier lauter Killer will mich töten. Nein! Lass mir in Ruhe! Na toll, ich hab jetzt nicht gesehen, wo du hingelandet bist. Was ist das für ein abartiges Flüstern? Ah, und ich hab keine Heilung. Shit, ich hab keine Heilung reingenommen. Tja, dann musst du wohl Truhen durchsuchen. Da hätte dir der Truhen-Perk geholfen. Da kannst du die Truhen innerhalb von 36 Metern sehen. Toll. Sagst du mir jetzt. Ich dachte, du hast die Perks mal ein bisschen angesehen. Nein, ich wollte meine Zuschauer nicht so lange damit nerven. Ey, ja, also können die doch überall nicht so eine... So eine Blutspur hinterlasse, ey. Du musst aber nur dem Blut folgen. Voll Bloodwork, haha. Ich hab dich vollkommen verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Jetzt kommt das Flüstern wieder. Ach. Verpiss dich mal da. Eigentlich müsstest du mich sogar heulen hören. Ah, die Krähen, die reden mit mir. Nein. Ich hab das Gefühl, du machst gerade dasselbe Spiel, was ich vorhin mit dir gemacht habe. Nein. Und wirst du in dem Video sehen, dass ich das nicht mache? Ganz ehrlich, da wo du mal bei diesen Kisten rumgelaufen bist, ich hab dich quasi mal in die gegengesetzte Richtung gedreht. Ah, und die Hey, warum? Warum? Ich hab doch... Oh. Hey, pass mal. Ist das zum Kotzen? Ich werde mich befreien. Das passt nicht zu Bloodwork, da unten zu liegen. Jetzt hebt mich auf! Ja. Oh, guck mal, das ist ja gleich ein Haken. Hä, warum kann ich das heiße Strike nicht anwenden? Den Haken oder den anderen? Ja. Nimm den anderen. Okay. Oh, nee, guck mal, das ist schon nimm doch lieber den anderen, das ist, glaube ich, besser. Nimm doch lieber den anderen, das ist besser. Bring ich in den Keller. Glaube ich nicht. Nein. Ich habe schon irgendwie damit gerechnet. What the fuck? Ich wollte dich in meine Lustgrotte bringen. Beweg dich doch, du! Nein! Oh Mann! So knapp! So knapp! Ich hätte dich... Oh Mann! Ich will nicht sterben. Ja, hab ich Ironie. Ich höre dich atmen. Das ist kein Atem. Sondern... Ich kann das heißt eigentlich anwenden. Warum nicht? Ich check's nicht. Ja, welche? Nimm noch eine oberen, das ist viel besser. Nein, ach Mann, ich war fast draußen. Das war eine kurze Runde. Okay, pass auf, ich würde sagen, wir machen, wenn die anderen Runden so sind, drei Runden, ne? Wenn ich nur eine von diesen Runden überlebe, habe ich
mein Ziel erreicht. Ich suche einfach die Luke im Boden und verschwinde durch die Luke. Spielergebnis ist tot. Killer, den ich noch nie gespielt. Normal, was? Ich nehme jetzt mal Killer, den ich noch nie gespielt. Okay. Wie wär's? Das ist der Hitler-Wildler. Der Hin. Ich dachte, du nimmst die Hexe. Nee, die. Gott, wie heißt die Uschila, die sich teleportieren kann? Die Krankenschwester. Ich bin noch in einem Spiel, du musst mich nicht einladen. Oh. Wollte ich nur mal anmerken. Das ist blöd, ich mache ja Bildschirmaufnahme, weil die Gameaufnahme aus irgendeinem Grund nicht ging. Und jetzt sehen quasi alle meine Zuschauer hier auch der Steam-Overlay. Also kann ich auch gar nicht zu Steam wechseln, das ist ein bisschen nervig, aber egal. So. Jetzt. Ja, vielleicht. Genau, warte. Davor muss ich nochmal kurz. Meine Perks für einschalten. Aus irgendeinem Grund. Ja, guck mal, da fehlt mir. Ich hatte das heißt, es war gar nicht drin. Warum nicht? So, jetzt ist er drin. Und es bleibt damit auch. Ein Item, was haben wir denn hier? Ich nehme jetzt auch mal so richtig schwache. Ich versuch's normal. Ich will in den Sumpf. Habe ich noch groß mal das Kochbuch. Vielleicht ja diesmal. Kein Großmutters Kochbuch. Oh, genau. Und auf jeden Fall sollte ich etwas zum Heilen mitnehmen. Da, eher ein Sunny-Set. Ein Jäger-Sunny-Kasten, das ist gut. So, und Blutstillungsmittel. Also ich habe sehr schöne Dinge genommen. Ja, ich mache gerade alles auf alles für Heilung. Und haben wir noch irgendwas? Gepolst. Ne, das brauche ich jetzt nicht, aber wir nehmen. So richtig bescheuerte Perks. Schwamm. Warum sollte ich die Heilungsgeschwindigkeit verringern? Wie dämlich. Egal. Dann würde ich sagen. Ja, ich mach's. Was hast du jetzt genommen? Ich habe Jäger-Sandy-Set, Blutstillungsmittel und nochmal groß mal das Kochbuch. Außerdem als Perk Entscheidungsschlag, Sprint-Boost, kalte Rückenschauer und Adrenalin. Ui, also ich habe als Add-on Thompsons Mondschein, das erhöht enorm die Steuerung bei Nutzung der Kettensäge. Oh ne, du hast Kettensäge, shit. Der Thompson-Mix verringert deutlich den Cooldown der Kettensäge. Und als Opfergabe habe ich wieder dieses Memento Mori aus Ebenholz, womit ich dich mit einer Hand töten kann. Mit anderen Worten, ich werde gleich mit einer Kettensäge niedergemacht. Ja. Dann habe ich als Perk schlampiger Schlachter, deutlich das Bluten, eiserner Griff. Nein. Räuber, deine Spuren sind 3 Sekunden länger sichtbar und Steridor, also ich kann nicht atmen hören, wenn du verletzt bist. Du kannst mich atmen hören, wenn ich verletzt bin. Ja, und das auf, ich weiß gar nicht, war das gerade 24 Meter entfernt? Was? Och nee. Mit anderen Worten, du darfst mich gar nicht erst finden. Jo. Da ist er. Ja, er ist verbrannt. Ah, meins wieder nicht, ist zum Kotzen. Warum verbrennen Sie immer Großmutter das Kochbuch nicht? Was haben Sie gegen meine Oma? Ich verstehe es nicht. Kochen. Ey! Ja, vielleicht komme ich trotzdem auf den Sumpf. Weil ich habe keinen Lust wieder auf irgendeinen so Schrottplatz oder so einen Dreck oder sowas. Vielleicht nach Haddonfield? Das wäre auch nett. Glaub mir, mit dem Hitler-Wittler kannst du auf Haddonfield überhaupt nicht spielen. Dann würde ich mich sehr freuen. Das ist den übelsten Vorteil. Welches Level? Nee, ist egal. Bei privates Level ja egal. Na, wir werden sehen. Also, was jetzt für eine Map kommt. So, also, Haddonfield oder Sumpf wäre ich beides mit glücklich. Alles andere, nein. Wenn es mal losgehen würde. Nicht mal das Goldfield Farm? Nein, die kenne ich alle auswendig. Und die kriege ich immer. Und immer, wenn ich da mal aufnehme, kommen irgendwelche Drecksmaps, weißt du? Ich hatte 5-mal hintereinander Haddonfield, als ich nur für mich gespielt habe. Es ist zum Kotzen! Es ist zum Kotzen! Guck's dir an! Na, wenn du es das so auswendig kannst, müsstest du doch als Überlebenden eigentlich nur visualisieren. Scheiße, ey. Oh nein, ich höre die Kettensäge schon. Verpiss dich! Wo ist er denn? Ich sehe dich. Ich sehe dich schon wieder. Ich sehe dich nicht mehr. Ey, ganz ehrlich, du siehst so hässlich aus, ohne Scheiß. Komm doch runter. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Wer jagt hier wen? Haha.
Das wird sehr lustig, wenn du nachher das Video siehst. Boah, die Kettensäge ist so kacke. Dafür macht sie dich dann mit einem Schlag down, wenn sie jemand trifft. Ja, wenn ich jemand mal triff. Wo ist er denn? Das werde ich dir bestimmt nicht auf die Nase binden. Ich hab so schon genug Probleme hier zu überleben. Ach, jetzt heul nicht rum. Bloodwork weint nie. Es ist auch so. Wenn es kalt ist, dann zittert Bloodwork nicht. Hä? Wenn es kalt ist, dann zittert Bloodwork nicht vor Kälte, sondern vor Wut, weil es nicht noch kälter ist. Nein! Gewagt. Plus 13. Scheiße, ich hab dich verloren. Natürlich hast du mich verloren. Ich hab dich ganz kurz gesehen. Echt? Ja, ganz kurz. Cool. Shit. Er hatte mich gesehen, aber es hat ihm nichts gebracht. Bloodwork wird wieder unsichtbar. Ist ja auch ein Perk, sich unsichtbar machen. Boah, das wäre kein Perk, das wäre Cheat. Das wäre über Power, also das wäre sowas von OP. Boah, wenn so ein Perk rauskommen würde, ich würde den so feiern. Ach, das kann doch nicht wahr sein! Oh, ich wollte da gerade hingehen, geil. Nein. Jetzt hab ich dich. Ja, das hätte ich nicht runterwerfen sollen. Doch, doch, in den Feldern bin ich. Sieht man nicht mal so schlecht. Nein! So, soll ich dich jetzt töten? Los, töte mich. Sei cool. Was? Ja. Du willst mich doch entkommen? Spielergebnis entkommen, steht da. Ich hab beschissen. Ich bin ge. Was steht bei dir? Schmachvolle Niederlage. Wie geil! Was ist das für Kack? Vielleicht stand ich gerade vor der Falltür oder so. Ich hab keine Ahnung. Finde ich gut. Aber hier steht Status tot. Das muss ein Fehler des Spiels sein. Sehr kurze Runde. So, ich würde sagen, eine machen wir noch. Eine letzte. Ja, du hast es immer noch nicht geschafft zu überleben. Ja, deswegen. Eine Chance. Oder habe ich eine oder zwei Chancen noch? Ich weiß gerade nicht eigentlich genau. Noch eine. Ja, dann habe ich eine Chance noch. Ich nehme jetzt mal wieder einen anderen Kill. Ja, ich lasse die Perks, die ich so habe. Die sind. Also, den Geist nehmen oder die Krankenschwester? Krankenschwester. Oder welches Supporter? Oder nee, warte. Nee, nimm mal den Geist. Geist ist cool. Ich mag die Glocke. Ich mag Glocken. Ich stehe auf Glocken. Glocke. Was haben wir denn hier? Was? Alter, der Perks. Hauptschlüssel. Was soll ich mit dem Hauptschlüssel? Ein magnaverborgener Schlüssel, in welchem eine ominöse Kraft vibriert. Die Kraft des Schlüssels kann nicht von sich selbst erzeugt werden. Verschiedene Objekte können zu seinen Bindenringen hinzugefügt werden. Ich hab keine Ahnung. Egal, ich nehme diesmal eine Taschenlampe. Eine Versorgungstaschenlampe. Was sind das denn für Perl? Mit Batterien. Batterien. 6 Sekunden. Ja, fett. Und merkwürdige Glühbirne. Diesmal werde ich dich wegleuchten. Oh nee. Diesmal gehe ich in Angriff über. Ey, ganz ehrlich, wenn ich mit etwas überhaupt nicht klarkomme, dann ist es immer diese verdammte Taschenlampe. Ah, gut zu wissen. Dann werde ich dich jetzt wegleuchten. Whitey White. I am ready, steady. Wie gut, dass ich Schattengeborene nehmen kann. Schattengeborene? Das Licht ist 20% heller und der Blickfeld ist deutlich größer als normal. Och nee, nicht auch noch das. Würde dir auch nichts bringen. Ich werde dich einfach wegleuchten, dann siehst du nur noch weiß. Ja, das beinhaltet auch gegenüber Licht, erblindest du 50% schneller als normal, Was ist das für ein Kack hier? Tja. Na dann, bereit zu verlieren? Ich bin bereit. Zu entkommen. Ha, ha, ha. Oh, scheiße. Ich hab wieder dieses. Ah, nein. Oh, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nein. Ich hab dieses Blindungsdingsbums, also womit ich dich weiter sehen kann, habe ich irgendwie abgewählt. Ich habe stattdessen das andere genommen, dieser eiserne Griff schon wieder. Och nee, eiserne Griff ist scheiße. Egal.
Eiserner Griff war jetzt relativ unnötig in der letzten Runde, weil du mich eh von. Und ich schon wieder. Jedes Mal, ey, es ist. Egal. Vielleicht finden wir den Slenderman. So, ich höre bisher die Glocken nicht. Ich läute die. Oh. Jetzt. Ich läute die Glocken. Immer zu. Aber ich bin keine Kuh. Ich läute die Glocken immer weiter. Aber ich habe kein Euter. Ich läute die Glocken voll und ganz. Aber ich habe kein. Nee, das sehe ich nicht. Nee. Du hast keinen was? Das singe ich nicht. Das wäre ja gelogen und ich möchte mein Publikum nicht anlügen hier. Kannst du mal aufhören zu glocken hier? Meine Güte. Ding dong, nein. Ding dong. Ich sehe dich noch nicht mal. Das ist doch gut so. Aber die Glocke hört man über das ganze Spielfeld. Oh, Scheiße. Also das bringt überhaupt nichts. Wie ich das gesagt habe. Ding dong, ding dong. Ja, würdest du ständig mal die Tür aufmachen? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Das Ding ist, mit Sprint Boost kannst du, wenn du dann schnell laufen willst, ist der Sprint Boost sofort ausge. Boah, Alter! Was zur Hölle? Was ist denn Hex-Ruin-Check? Hey lol, hast du irgendwie gehext oder sowas? Ich hab eigentlich getroffen den Skillcheck und trotzdem stand da Hex-Ruin-Check und daneben. Ich hab nichts gemacht. Hey, was war denn das? Keine Ahnung. Wie dämlich. Guten Tag. Was? Verpiss dich! Ja, Killerbetäubung und weg. Hauptsache er war unsichtbar. Nein! Oh, fuck, ich muss mich erst. Tschüss! Na, komm her. Jetzt aber weg. Nur aber weg. Betäubt und Sprint Boost weg. Der Geist ist selber schwer zu spielen. Scheiße. Mann, wo bist du? Dein Ernst? Ja. Okay. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Okay. Das wirst du im Video so feiern. Du wirst das Video, wenn du siehst, so feiern. Du wirst doch feiern im Video, ich schwör's dir. Du wirst doch feiern. Oh, genial. Wo bist du? Genial. Du bist dreimal an mir vorbeigelaufen und ich war keinen Zentimeter von dir weg. Und ich bin gelaufen, ne? Also. Ey, was ist das für ein Scheiß? Ich kann die Skill-Checks nicht machen, warum auch immer. Also ich hab nichts gemacht. Wirst du ein Video sehen? Ich sehe dich, auch wenn du unsichtbar bist. Au! Nein! Und hier ist keine Barrikade mehr, so eine Scheiße. Mann, ich bin gleich gelatscht.
Die Runde wird doch ein bisschen spannender. Ich habe den Generator fast fertig. Ah, ich habe eine Spur. Das ist schlecht. Aber die Spur hört schon wieder auf. Wo bist du? Warum hab... Was ist... Ich check es nicht. Ey, so habe ich keine Chance. Wenn du weißt immer, wo ich bin, sobald ich den Generator versuche. Das ist echt... Ich habe zwischen jedem Generator des Spiels einmal versucht. Ding dong, ding dong. Wo ist er denn? Wo bist denn du? Ey, hier ist eine Truhe. Ich hätte bessere Perks nehmen sollen. Ich bin hochkonzentriert. Keinen falschen Fehler machen. Ein falscher Fehler und ich bin tot. Und das wäre das Ende. Du bist auch so schon. Das werden wir sehen. Ich kann deine Qualen jetzt schon. Na? Hallo. Jetzt geht's. Komm her. Da ist er. Nein! Mann, ich dachte, sie ist wie dich. Nein! Wo ist er denn? Ich rieche dein Blut. Leider. Ach, die Tasche haben wir vergessen, die ich noch hab. Ich hätte sie nutzen sollen. Als ich noch konnte. Und ich kann mir nicht heilen, verdammt, das Scheiß. Und ich weiß, wo eine Truhe ist. Toll. Da. Danke für dieses Timing-mäßige. Ja, immer wieder gerne. Ich kann mit dem Geist echt nicht spielen, also egal ob ich dich hier habe oder nicht. Das ist das richtige Timing wirklich wichtig beim Geist. Ich habe ihn ein paar Mal gespielt, aber ich kam damit auch nicht wirklich klar.
als wenn ich jetzt genau dahin gehe, weißt du, da wartest du auf mich. Bin doch nicht blöd. Du weißt ja nicht, wo die Truhe ist. Leider. Aber wenn ich sie sehe, werde ich mit Sicherheit nicht hingehen. Ding dong, ding dong. Ach, hab ich gemerkt. Aber sehen bringt nicht viel, wenn man mich nicht auch töten kann. Leider bin ich angehittet und ich kann mich nicht heilen, das ist beschissen. Ich hab einfach richtig schlecht. Ich würde gerne wenigstens einen einzigen Generator mal schaffen. Ich habe jetzt über 6 Generatoren angemacht. Nur sie hatten keinen Blende. Insgesamt gibt's aber nur 4. Nein! Da gibt's mehr. 4? Also das muss mehr geben, weil ich schon mehr angemacht habe. Du warst beim Matsch doppelt. Zeig dir mir nur 4 Generatoren. Das ist seltsam. Vielleicht bist du nicht in der Nähe von, nur in der Nähe von 4. Ja, von so mega bist du? Ich will grad die ganzen Generatoren ab, ich seh dich nicht so. Mann, ich hab dich ganz gut gesehen. Ich hab dich auch gesehen, du. Deswegen hab ich das auch abgebrochen. Was machst du da? Ich repariere die Generator. Das kannst du? Ja. Wie das? Auf meine Weise. Hä? Was zur Hölle? Das konnte ich nie mit dem Killer. So eine Scheiße. Der war fast fertig. Du bist gemein. Ja, ich bin noch nicht gemein. Egal, geh halt zu einem anderen. Ich hab genug, die hier schon zur Hälfte sind. Als ob. Gott, die sind wirklich zur Hälfte. Ach. Nein, du bist nicht gewinnt. Nein, dein Angriffsgeheule wird dir nichts bringen. Und wie es mir was bringt. Bist du hier bist, bin ich längst woanders, auf der anderen Karte Seite der Map. Das bringt also gar nichts. Na. Zum Glück bin ich weit weg. Mach ruhig. Ich finde dich. Vor allem, ich finde dich ja wirklich immer nur. Ich verliere dich immer so schnell. Ja, weil ich mich ganz gut verstecken kann. Ich spiel vorsichtig, ich spiel sehr vorsichtig. Wenn du mich einmal triffst, bin ich tot und dann ist das Spiel vorbei. Und das will ich nicht. Deswegen. Nein! Nein! Ich will nicht sterben, lass mich in Ruhe! Oh, ich hab das heißt, es war eigentlich. Oh, shit.
Lass mich frei! Mann, bitte lass mich frei! Ja. Auf die Zappel. Verdammt! Ey, ich hab dich schon wieder verloren. Er folgt die Spur, die hilft mir gar nicht. Hier steht entkommen, angeblich bin ich entkommen. Ach so, ja, von. Oh ja, so meinst du das. Nein! Nein! Das war's. Na komm schon, gib mir noch eine Chance. Eine noch. Ich will eine Chance. Er gibt mir keine Chance. Er gibt mir keine Chance. Danke. Ich wollte gerade noch so einen auf Arrogant machen und dich jetzt erstmal fallen lassen. Ich werde es trotzdem nicht schaffen. Ich höre dich schatten. Der Typ schreit doch so laut, ey. Der soll sich mal nicht so anstellen, ey. Aber du siehst die Kisten echt nicht, oder? Die sind eigentlich so offensichtlich. Nein, ich sehe sie echt nicht. Die sind so offensichtlich. Tja, als hätte ich da völlig Orientierung verloren. Diese Spuren, die man immer legt als Überlebende, die sieht man zwar als Geist, aber irgendwie sind die durcheinander. Keine Ahnung. Also die führen mich nirgendwo hin, die führen mich höchstens weg von dir. Das ist gut. Ja, das freut mich. Ich wollte gerade sagen, ich sehe es an deinem Video, aber du nimmst da nicht auf. Aber du siehst da mein Video. Ich will gar nicht wissen, wie auf die Spur vorbeigelaufen bin. Du wirst in dem Video feiern, glaub mir. Du bist zigmal an mir vorbeigelaufen, obwohl ich wirklich an dir vorbeigelaufen bin. Und du hast mir nicht gesehen. Weil ich es halt genau in der Sekunde gemacht habe, wo du dich gerade umgedreht hast. Und ich einfach genau hinter deinem Rücken war quasi. Das war extrem lustig. Du Sau! Hey, wo ist der? Jetzt werde ich aber ungeduldig. So lange solltest du mich auch schon mal töten, irgendwie, weißt du? Ja. Ein bisschen peinlich. Ein bisschen? Ja. Ja, wenn ich erstmal zu Michael Myers spielen würde, dann wäre das sofort tot. Ich kann nichts machen. Nein, töte mich nicht, töte mich nicht. Ich bin nicht in den Kram. Ich steh dich mit in meine Lustgrotte. Ich hab wieder das heiße Zweig nicht geschafft, ey. Jetzt werden wir im Keller überschauen. Nein, nein. Das wird sehr knapp, das wird sehr knapp. Ja, du bist sehr viel Spaß. Nein, Mann! Scheiße. Okay, jetzt reicht's. Jetzt mach ich kurz einen Prozess. Versuch's. Komm her, mein Kleiner, komm her. Du bist ein verrücktes Schaden. Ich hab dich voll. Mäh! Mäh! Nein! Mach kurz Prozess. Zeig, was du kannst. Jetzt mach ich wirklich kurz den Prozess, bevor du mir nochmal entkommst. Natürlich. Aber du kommst in meine Lust. Das schaffst du nicht. Oder das schaffst du, das Eisen ergriffen. Ich will nicht sterben, ich will doch nicht sterben. Ach man, eine Sekunde länger, ey. Du bist tot.
es war spannend, aber Bloodwork hat versagt und Bloodwork hasst es zu versagen. Spielergebnis tot. Sehr schade, aber nicht zu ändern. Die Gruppe verlassen. Es war spannend, es war lustig. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Und ja, ich hoffe, ich schaffe es, dieses heute noch hochzuladen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wollt ihr mehr von dem Wolf und mir sehen? Wenn ja, schreibt es doch gerne mit in die Kommentare. Dann vielleicht kriege ich die Wolfe nochmal überredet, dass wir nochmal so eine Aufnahmesession machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann wie immer in einem weiteren Video. Seid doch wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann, Leute. Haut rein. Euer Bloodwork. Wolfi, kannst dich auch verabschieden. Tschüss. Tschüss. Au.